Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Mord an dem mutigen Polizisten in Mannheim durch einen Islamisten erschüttert unser Land. Die furchtbare Tat zeigt einmal mehr: Ein Asylsystem, das jeden aufnimmt, der das Wort Asyl aussprechen kann, und kein Instrument hat, um diejenigen wieder loszuwerden, die unser System ausnutzen oder sogar zu einer Gefahr für die Allgemeinheit werden. Ein solches Asylsystem funktioniert nicht und kann nicht funktionieren. Andere Länder zeigen, wie man die unkontrollierte Migration stoppen kann. Nur bei uns steigen weiterhin die Zahlen. Das darf nicht so weitergehen, auch im Interesse der vielen gut integrierten Zuwanderer, die ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Aber nicht nur hohe Migration und zunehmende Gewaltkriminalität machen vielen Menschen Angst. Auch die Überschwemmungen lassen Betroffene verzweifelt zurück, zumal sie seit dem Ahrtal wissen, dass Politiker sich zwar gern vor Wahlen in Gummistiefeln ablichten lassen, die versprochenen Hilfen dann aber oft auch nach 2 Jahren noch nicht da sind. Und mindestens so wichtig wie Hilfe wäre Prävention. Durch mehr E-Autos und Wärmepumpen hätten sich die Katastrophen nicht vermeiden lassen, durch mehr Dämme und Schutzmaßnahmen allerdings sehr wohl. Doch genau da wurde gespart und gekürzt. Das größte Sicherheitsrisiko für unser Land aber ist die wachsende Gefahr, dass der aus dem Ukraine-Krieg ein großer europäischer Krieg wird. Ihre jüngste Kehrtwende, Herr Scholz, in der Ukraine-Politik, der Ukraine zu erlauben, auch mit deutschen Waffen Ziele in Russland anzugreifen, bringt Deutschland in akute Gefahr. Und das wissen Sie auch, weil Sie haben doch selber monatelang genau davor gewarnt. Sie lassen sich als Friedenskanzler plakatieren und machen Deutschland mehr und mehr zur Kriegspartei. Sie spielen Bonbon mit dem Leben der Menschen in Deutschland. Kehren Sie um. Nach über 2 Jahren Krieg muss es endlich Friedensverhandlungen geben. Und deswegen müssen alle Signale aufgenommen werden in diese Richtung. Und es muss alles getan werden, dass die Waffen schweigen und nicht jeden Tag Hunderte, Tausende Menschen in diesem furchtbaren Krieg weiter sterben. Vielen Dank.